wenigstens ein bisschen unterscheiden hier. Gut. Asche zu Asche. Und dann. Gute Frage, jetzt habe ich noch zweimal Scheiße übrig. Hauen wir das da nochmal rein. Und ich will ihn hier von meinem Gelände haben. Ja, jetzt haben wir schon mal so die wichtigsten Sachen. Sind schon mal so einige hier. Ich will jetzt nicht sagen, der Winter kann kommen, aber wir sind schon mal recht gut vorbereitet. Dann würde ich schon fast sagen... ein Logsuit machen wir uns mal. Oh. Es fehlt tatsächlich schon wieder an Gras. Ey Mann, wir haben kein Gras mehr. Entschuldige, Willow. Dann nimm dir einfach das, was hier rum wächst. Und dann können wir theoretisch auf wieder auf Sammeltour, auf Verdeckungstour gehen. Ich hoffe ja immer noch auf den Tempel zu stoßen. Und da dann die Zutaten für einen Kühlschrank zu bekommen. Der wäre schon nicht schlecht. Wäre vielleicht sogar von Vorteil. Und absolut vorrangig, weil wir ja unsere Sachen kühlen müssten. Ha! Bunny! That's my trap. Oh, die sieht so süß aus. So. Ich glaube, die war voll, ne? Ne, eins passt noch rein. So. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Und... Willow, was sagst du? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe sagt euch Willow. Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissy. Servus, grüezi und hallo. Herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Und ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen dafür, dass wir gleich mal wieder auf Erkundungstour gehen können. Wünschen dabei, Essen zuzubereiten. Hab eben noch eine zweite Hasenkiste gebastelt und das war es auch eigentlich schon. Die Sachen können wir mal eben aufheben, die müssen da nicht so rumliegen. Die lassen wir uns hier mal, die können wir irgendwann auch mal strategisch irgendwo lassen. Also strategisch platzieren. Und dann haben wir eigentlich überhaupt noch irgendwas? Dann nehmen wir mal die hier. Gleich nachpflanzen, natürlich. Und... gleich nachpflanzen. Das war's, ne? Ja, schade. Gut, gut. Was nehmen wir noch mit? Also Futter zubereiten ist ganz wichtig, dass wir unterwegs was haben. Das Messer... den Razor können wir eigentlich hier lassen. Das Nitro können wir hier lassen. Brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Unser Futter packen wir in den Rucksack. Wir haben Hammer, Axt, Schaufel wäre ganz gut. Schaufel. Und das lässt alles schön nach. Prima. Und dann gehen wir nochmal ordentlich auf Ressourcenjagd. Steine und dann hoffe ich eigentlich auf einen Tempel zu stoßen. Und der wird doch auch schlecht, verdammt. Was machen wir denn da? Fliegen hier irgendwo noch Bären rum? Da oben.
Und da ist noch einer, den können wir immer abernten. So. Ah, die müsste ich eigentlich auch hier düngen. Aber keine Zeit, wir wollen ja jetzt los. Beziehungsweise gleich los, wenn es wieder hell wird. So, ja, ess eben einmal was. Dann können wir den hier nochmal eben machen. Zack und zack. Und was auch gut geht, zack und guck. Spinnenweben hatte ich doch auch noch hier irgendwo, richtig? 4 Stück. Können wir davon eigentlich ein Bugnet machen? Ein Rope brauchen wir dafür, okay. Dann können wir unterwegs nämlich ein paar Bienen jagen, fangen, was auch immer. Und den hier. Oh, 8 Stück, alles klar. Okay, wir brauchen. Eigentlich brauchen wir wieder alles. Aber jetzt warte ich erstmal eben auf das Futter und dann düsen wir los. Oh! Was haben wir denn da? Ein Buttermuffin. Yummy! Cool. Ach so, jetzt habe ich noch was vergessen. Kein Holz. Ach ja. Und 2 Ropes. Kriegen wir noch 2 Ropes zusammen? Gut. Weil wir unbedingt einen Locksuit mitnehmen müssen. So, das restliche Holz lassen wir hier. Wir werden unterwegs noch welches hacken. Und Moment, was wäre denn am vielversprechendsten? Also ich denke mir mal hier oben bei den Killerbees. Weil hier ist, glaube ich, ne, ich glaube eher nicht. Ist aber nur von der Vermutung her. Hier oben ist auch noch was. Rennen wir erstmal da oben lang. Da sind wir noch gar nicht gewesen. Und dann ist immer noch eine Alternative, die Killerbienen zu umrunden und zu gucken, was dahinter ist. What is beyond the killers? Und auf dem Weg dahin, wo wir hinwollen, wie immer, sammeln, sammeln, sammeln. Oh, Spider. Hi, Spider. Oh, bye, Spider. Tag 16, ja. Wir müssen uns ein bisschen sputen, wobei wir jetzt etwas gelassener sein können, bin ich der Meinung. Ach, hier hatten wir schon was abgefackelt. Weil wir schon relativ gut vorbereitet sind. Relativ. Was ist relativ heutzutage? Oh. Okay. Weiter. Vorsichtshalber mal eben zwischendurch. Zack. 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 Und weiter geht's. Was da mal so ärgerlich ist, wenn man sich dann einen großen Baum sucht, den man dann so schön fällt und dann verwandelt er sich auf einmal in so einen Krüppelkiefer. Das ist immer besonders lustig. Da hat man seine Axt dann so schön verbraucht. Und hat da überhaupt nichts davon. Und hier war noch cool. Kohle. Die nehmen wir doch gerne. Na, wir rennen mal hier jetzt so durch. Und können die notfalls auf dem Rückweg einsammeln. Wir wollen ja jetzt gucken, was hier oben ist. Sonst haben wir den ganzen Tag wieder verplempert, indem wir einfach nur wieder Bäume hacken. Wir wollen ja auch was sehen. Und gleich ist hier
Ende.